Also wir hatten insgesamt bei dem Brand 3 Verletzte, die alle eine Rauchgasintoxikation hatten, sind alle klinisch behandelt worden, konnten aber alle am gleichen Tag das Krankenhaus noch wieder verlassen, sodass wir im Moment sagen können, dass keine Person mehr in irgendeiner Weise einen Körperschaden durch den Brand noch hat. Das Gebäude selber ist im Moment nicht betretbar, weil es einsturzgefährdet ist und da wird man noch feststellen müssen, ob es weiterhin genutzt werden kann. Wenn wir das mal betrachten für die Stadt Essen selber, ist es ein einmaliges Ereignis gewesen. Weltweit gibt es sicherlich vergleichbare Ereignisse, aber was man zusammenfassend sagen kann, es ist ein absolutes Ausnahmeereignis. Wir haben in der Erstphase auch die Entscheidung getroffen, dass wir Menschenrettung durchführen. Das heißt also, wir haben dafür gesorgt, dass alle Personen ganz schnell das Gebäude verlassen. Das ist uns auch erfolgreich gelungen. Und erst dann sind wir hingegangen und haben die Gebäude, die sekundär betroffen sind, geschützt, damit das Feuer sich nicht noch auf andere Wohngebäude ausbreitet. Nachher sind wir dann erst ans eigentliche Feuer drangegangen. Also nachdem Menschenleben gerettet wurde, Gebäude, die noch zu retten waren, gerettet wurde, dann wurde das eigentliche Feuer erst in Angriff genommen. Aber jetzt weißt du auch, wenn es einsturzgefährdet ist, wenn es schmalen Säulen, das ist der Stahlträger Bauweise. Ja, ja, ja. Also würde ich schon die nächsten Tage im nächsten Stock treffen. Das war ja wirklich schrecklich, muss ich sagen. Konnten uns den ganzen Tag nicht beruhigen, hatten uns dann auch mit der Verwandtschaft noch mal ausgetauscht. Und das ist das, was dann geblieben ist an Eindrücken und haben das den ganzen Tag verfolgt. Die Gedanken gehen dann Richtung Brandstiftung oder auch eine andere mögliche Ursache. Und da habe ich mir gedacht, so wie es ausschaut, sprang das Feuer von außen, vom Balkon zu Balkon. Und da habe ich mir gedacht, wie mag die Verkleidung gewesen sein? Jetzt haben wir das hier vor Ort gesehen. Es sieht nach Kunststoff aus. Die Wärmedämmung selber, war mein Eindruck, war gar nicht so stark betroffen. Ja, ich bin natürlich tief betroffen. Die armen Menschen, die jetzt hier aus ihren Häusern raus müssen, ich glaube, ich hatte von 36 Familien gehört, die werden ja hier nicht mehr einziehen können. Ich denke mal, dieses Gebäudes Geschichte wird wahrscheinlich abgerissen werden. Das heißt, die müssen jetzt erstmal notversorgt werden. Ich denke mal einfach, wir wünschen, dass da auch genügend Bereitschaft der Bevölkerung ist mit Spenden, mit vielleicht mit Aufnahmen. Vielleicht können die Verwandten irgendwo auch dann da für eine gewisse Zeit einspringen. Also das macht mir am meisten Gedanken.